wenn ich zum Gleitlagerprüfstand komme, ich gehe in dieses Gebäude IBN rein und komme in ein dunkles Treppenhaus aus den 70er Jahren und es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Zeitreise. Man kommt dann in diese große Halle rein und es riecht nach Öl. Das heißt, es riecht irgendwie nach Maschinenbau. Ich finde, so eine gesamte Werkstatt strahlt auch irgendwie so was Effizientes und Praktisches aus. Ist in Ordnung, ich bin nicht empfindlich. Hallo. Ich bin Beate Bender und ich bin seit 2013 Professorin für Produktentwicklung im Maschinenbau. Geht jetzt endlich los? Ja, wir hatten das Lager schon drin. Passt alles soweit. Das Problem beim Halten einer Vorlesung über Konstruktionstechnik ist, Dinge abstrakt erklären, die eigentlich ganz konkret und ganz praktisch sind. Und ich versuche den Studenten, indem ich regelmäßig Anschauungsmodelle mitbringe, daran zu erinnern, dass wir jetzt nicht über Papier reden oder über Bilder auf Papier, sondern über praktische Dinge. Wenn der Riemen altert, auch einfach nur vom Herumliegen. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wenn man ein Ersatzteillager hat, wo 100.000 Riemen rumliegen, die man im Sonderangebot gekauft hat, ob man die in 10 Jahren überhaupt noch benutzen könnte. Ein guter Ingenieur ist meiner Ansicht nach gekennzeichnet dadurch, dass er ein guter Problemlöser ist. Und so ein Überblickswissen auf möglichst vielen Gebieten hat, weil die Detailkenntnis bekommt man eben erst mit Berufserfahrung und das kann eine Universität nicht leisten und ich finde, das sollte sie auch nicht. So viel Verlust wird das nicht sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind ja Riesenflächen, die dichten ja. Für die Gleitlagerforschung haben wir einen inzwischen 30 Jahre alten Prüfstand. Das ist Europas größter Gleitlagerprüfstand. Den habe ich mit dem Lehrstuhl übernommen, weil der so besonders ist. Ich weiß nicht, wie viele Produkte es noch gibt, die 30 Jahre alt sind und mit denen man aktuelle Anwendungen betreiben kann. Bevor ich an die Ruhr-Universität Bochum gekommen bin, war ich 12 Jahre in der Industrie beschäftigt, und zwar in der Bahntechnik. In der Industrie gibt es immer einen Kunden und einen Auftrag, der einem unmittelbar im Nacken sitzt. Und wenn ein Problem auftritt, dann muss es häufig sofort und auf der Stelle gelöst werden, egal ob die Lösung elegant ist oder nicht. Und der Unterschied zum Forschen ist, ich kann selber auswählen, in welcher Tiefe und mit welchen Schwerpunkten ich die Themen bearbeite. Dafür kann ich aber zum Beispiel nicht mehr draußen rumlaufen, auf Züge zeigen und sagen, das ist meine. Herr Ingenieur, was macht man mit deinem Ohrring? Der wird gedrückt ins Ohr stecken. Große Produkte fühlen sich für mich einfach mehr an wie richtiger Maschinenbau. Das sind große Schrauben, das kann man anfassen, es riecht ölig. Das ist für mich einfach Maschinenbau.